Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Zuerst mal, ich habe heute einen Special Guest mitgebracht. Das ist Bürtikel. Ihr könnt ihn auch Bürti nennen. Ja, er wollte einfach nicht gehen. Ich habe ihn drum gebeten, aber nö. Er wollte heute dabei sein, deswegen dachte ich mir, bringe ich ihn doch mal mit. ja, vielleicht hilft er uns ja ein bisschen auf der Suche nach der Baumschlangenhaut, die wir ja nun heute noch finden müssen. So. Sieht gut aus. Wo müssen wir denn hin? Sind wir hier richtig? Sieh bloß zu, dass du nicht zu spät zum Unterricht kommst, Harry. Lass mich doch durch. Okay, so harte Ansprachen sind wir jetzt schon gewohnt. Müssen wir denn zum Unterricht? Ich dächte, wir sollten die Baumschlangen-Dings finden. Ich meine, klar, Prioritäten müssen gesetzt werden. Ich würde dir raten, dich dieses Jahr mehr auf den Unterricht zu konzentrieren, Harry. Du machst doch nicht wieder nur Dummheiten, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob man eine Baumschlangenhaut als Dummheit bezeichnen kann. Ja, nun gut. Lass mal kurz gucken. Aufgabe. Ach, wir wollten uns ja duellieren. Stimmt. Vielleicht sollte ich mir Lockharts Duellierclub doch nochmal ansehen. Die große Halle ist in der Nähe der Eingangshalle. Okay. Dann lass doch mal dahin gucken. Wer braucht schon Baumschlangenhaut? Wer braucht Vielsafttrank? Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Who? So. Ich denke, zu dem Typen, der aussieht wie Ron, aber nicht Ron ist, oder? Man weiß es immer noch nicht. Hier ist die große Halle. Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Großartig. Ziel eines jeden Zauberer-Duells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Während eines Duells kannst du 3 Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimblewimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Weil er sich vor Lachen kringelt. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Ach je. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimblewimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Es ist verboten zu springen? Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form Bertiebots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners. Mhm. Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Bohnen? Professor Snape, ich bin Ihr Kollege, nicht Ihr Assistent. Hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Na ja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Also die Synchronsprecher haben ihr Job auf jeden Fall gefühlt. Zauberstäbe in Position. Bei 3 geht's los. Jawohl. Angst, Potter? Tatsächlich, das ja, ein bisschen. Das hättest du wohl gerne. 1, 2, 3. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Du sollst angeblich einiges mehr drauf haben, Potter. Ich glaube, du hast ihn betäubt. Gute Leistung. Habe ich? Habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wie ich die Zaubersprüche auf... wie ich... die wählen kann. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Wo sind wir denn? So viele Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen.
Das sieht richtig aus. Können mich alle sehen? Ja, ja. Okay, okay, okay. So, heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Okay, okay, aber ich kann immerhin ausweichen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich die Zauberdings wählen kann. Die Zaubersprüche. Achso, ach, mit der rechten Maustaste. Nicht drüber, sondern drücken. Aua. Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden. Unberechtigterweise, hallo? Er hat mir voll Mühe gegeben. Der blockt aber auch immer, ne? Mimblewimble. Gut gezielt von Slytherin. Was ist denn das Grüne? Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, gut. Potter? Oh, ich kann noch näher rangehen. Gut. Harry Potter hat Slytherin neue Taktik besiegt. Wenn die kurz vorm Zaubern sind, dann trifft man sie. Guckt mich an, wie toll ich das gemacht habe. Der Grüne. Serpensortia! Hau ab! Was war das? So funktioniert das nämlich. Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der doch nicht! Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Okay, nachdem wir uns eine Weile aufgeregt haben, jo, tschüss, das war's. Jetzt komm alleine damit klar. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Ah ja. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Oder? Hm. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm. Ja, wir sind nämlich anständig. Wir schwänzen keinen Unterricht. Wenn ich an der Toilette der maulenden Myrte vorbeikomme, kriege ich immer eine Gänsehaut. Mhm. So, let's go, Kräuterkunde. Alraunumtopfen. Richtig hinsetzen hier. So kann ich arbeiten. Oh, da lernen wir doch... Nee, warte. Da lernen wir doch jetzt bestimmt, wie wir diese komischen, Gewächse-Dinger wegzaubern, die uns teilweise den Weg versperren, oder? Der Truhe! Her mit dem Bertie Butzbo. Jo! Weiter geht's. Mehr Bertie Botsbohn, Moment, ah! Willkommen zum Kräuterkundeunterricht. Hätte ich gern noch eingesammelt. Für diejenigen, die es vielleicht vergessen haben, ich bin Professor Sprout. Lasst uns direkt anfangen. Heute lernt ihr den Abtrennzauber Defindo. Abtrennzauber? Harry Potter, würdest du dich bitte vor die Klasse pflanzen und als erster den Zauber ausprobieren? Gerne, Professor Sprout. Dann pflanz dich mal du vor die Klasse, Hermines Harry. Du hast in Hermines Büchern gelesen, stimmt's? So, los geht's. Ich bin bereit. Richte deinen Blick jetzt genau auf das Symbol vor dir, Harry. Okay. Siehst du den Zauberstab? Er zeichnet die Form des Symbols nach. Was ganz Neues. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Ist okay. Diese Herausforderung besteht aus drei Übungen. Du musst jede Übung exakt ausführen, um fortfahren zu können. Bist du bereit? Übung 1. Yes. Fang an. Los geht's. Das ist entspannt. Gut gemacht, Harry.
Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Yay. Übung 2. Fang an. Voll konzentriert. So, jetzt wird's schwierig. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Vielen Übung Dank. Übung 3. Fang an. Okay. Oh. Gut gemacht. Wir haben es beim ersten Mal geschafft. Alle Übungen hervorragend abgeschlossen. 15 Punkte für Gryffindor. Nice. Du beherrschst nun die Findo, Harry. Cool. Die Saat für einen großen Zauberer wurde gelegt. Nun wollen wir mit der Defindo-Herausforderung fortfahren. Ach ja. Da müssen wir jetzt erstmal durch hier, ne? Willkommen zur Defindo-Herausforderung, Harry. Möchtest du die Herausforderung erfolgreich beenden, musst du den Stern der Vollkommenheit finden. Er befindet sich in einem Gang über dir. Natürlich gibt's keine Treppe dahin. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Ja. Springt die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Wie immer. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Oh, sieht so schön Hebst aus. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich Gebe mein zu finden. Bestes. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Okay. Weinreben und andere Kletterpflanzen überwuchern manchmal Türen oder andere. Die Dinger meinte ich. Verwende die Findo, um sie durchzuschneiden und dir den Weg freizumachen. Jo. Okay. Gehen wir zuerst mal dahin. Da sieht es aus, als würde es nicht weitergehen. Hoffentlich. Blatt. Immer her mit den Bohnen. Schlechte Nachrichten, da geht's doch weiter. Okay, das heißt, wir gucken erstmal hier hin. Kann ich die auch verzaubern? Nee. Genau, hier geht's nämlich nicht weiter. Okay. Also doch in die Richtung. So. Nintendo! Cool. Truhe. Schon wieder. Also mit den Truhen waren sie echt nicht sparsam. In dem Spiel. Ich höre Schnecken. Nintendo! Alle Humora! Hallo? Alle Humora! Ich wollte gerade sagen, bitte. Alle Humora! Ich habe Alle Humora gesagt. Cool. Okay. Weiter geht's. Rekusembra! Wohin? Dahin. Aber erst meine Bohnen. Ich mag's, wie die... Oh Gott, wie die Blätter immer noch so lange in der Luft schweben. Ah, aua. Jetzt. Geh schon. Flipendo. Cool. Okay. Ich mag diese Musik, die so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie nennt man das? Flipendo! So ein bisschen lustig irgendwie. Okay. Flipendo! So und so. Defendo! Oh, zwei gleich. Oh, hallo. Seit wann sind Schnecken denn so schnell? Da war ich nicht drauf eingestellt. Ich mag es, wie die beim letzten Zauber, bevor sie in dieses Loch fallen, immer noch so dieses Ich-Falle-Geräusch machen. Mit Defindo kannst du außerdem Seile durchschneiden, sodass Gegenstände herunterfallen. Oh, da müssen wir nochmal in den Kerker. Da gab es auch so ein Seil. Frosch, ich brauch dich. Warum sind die immer so schwer zu fangen? Danke. Cool. 14?
Sonst waren es doch immer nur 10. Oh, Pilze. Und? Gnome? Tatsächlich. Die Wand sieht so aus, als könnte man mit der was machen, aber anscheinend nicht. Rohrklumppilze, sondern Giftgas ab, Harry. Geh ihnen aus dem Weg oder verwende Defindo, um die Stiele abzutrennen. Da müssen wir aber viel zaubern. Defindo! Ach du Scheiße. Defindo! 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 Okay, okay, aber... Hier unten sind noch ein paar Bohnen. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, ohne Truhe. Duh! Oh Gott! Geh! Weiche! Geh! Hinfort mit dir! Weg! Bringt das eigentlich irgendwas, dass man... Immer mit dem, also keine Ahnung, dass man den verzaubert, irgendwie je öfter man das macht, umso besser oder irgendwie so. Das hat sich ja mal voll gar nicht gelohnt, hier runter zu gehen, für diese 5 Bohnen. Ich hab gedacht, jetzt sind wir so schlau. Wenn du den oberen Teil eines Hochklumppilzes viel abgetrennt hast, kannst du damit werfen. Oh, das klingt nach Spaß. Und dann? Okay. Defendo! Komm raus. Ah! Oh! Gott! Ah! Nein! Oh was? Nein, der nimmt die... Ach, der frisst die! Ach so! Das hätte ich mal früher wissen müssen. Jetzt war ich so darauf bedacht, den in sein Loch zurückzuschubsen. Nun gut. Okay. Aber er lebt noch. Ist er wieder da? Nee. Sitzt er wahrscheinlich da unten und wird bis an sein Ende diese Geräusche machen. Ah! Das war er vorher noch nicht da. Da oben geht's auch noch weiter. Komm. Aber... Ah! Oh Gott! Da geht's noch weiter. So. Ich bemühe mich dieses Mal wirklich, nichts zu verpassen. Nicht, dass ich das sonst nicht... Oh Gott. Nicht, dass ich das sonst nicht auch getan hätte. Aber trotzdem. Nicht mal ausreden lassen hier. Okay. Ich höre... Wichtel. Da. Yeah, eine Karte. Cool. Davon finden wir in letzter Zeit auch erstaunlich wenig, finde ich. Oder auch nicht. Flipendo. Flipendo. Schleimdingen. Nee, erstmal an die richtige Stelle schieben. Flipendo! Flipendo! Okay. Kann ich... Bringt das was? Ich habe das Gefühl, man muss wirklich überall hingucken. Also überall. Und wenn es noch so komisch ist, du musst... da hingucken. Sonst kriegst du niemals alle Sterne. Flipendo! Flipendo! Bohnen und weiter geht's. Stachelpflanzen feuern ihre Stacheln auf dich ab, sobald du ihnen zu nahe kommst. Halte dich von ihnen fern. Flipendo! Oder verwende die Findo, um die Stiele abzutrennen. Flipendo! Oha! Defendo! So heißt, man sollte sich fernhalten und die Stiele abtrennen. Weil selbst mit diesem Zauberspruch wird's gefährlich. Okay. Flipendo! Wir müssen definitiv nach da oben. Flipendo! So.
Da ist, glaube ich, nichts. Wie auch immer. Okay, gut. Oh mein. Das sah halt aus, als wäre da unten noch ein Boden. Und als könnte man da hin. Rohrklumppilz, sondern Giftgas abhängen. Oh, aber jetzt können wir zuerst mal den... aus dem Weg. Oder verwende die Findo, ist okay. Um die Stiele abzutrennen. Ist gut. Haben wir schon mal gehört. Jetzt können wir zuerst mal den Gnom da freilassen. Sieht ja so aus, als würde der dann die Arbeit für uns machen. So, trotzdem gehen wir auch hier unten nochmal kurz hin. Und verzaubern den eine Runde. Was passiert denn, wenn wir das wirklich so oft wie möglich machen? Gar nichts. Gar nichts. Okay. Gut, wie auch immer. Die Bohnen nehmen wir natürlich trotzdem mit. Wenn du den oberen Teil eines Rohrklumppilzes... Oh Gott, wir waren zu nah dran. Kannst du damit werfen? Komm raus. Cool. Oh, was hat der denn da hinten fallen gelassen? Ich hoffe, er kommt nicht zu uns und möchte unsere Bohnen auch haben. Nur so vorsichtshalber. Nein, er rennt tatsächlich zu den anderen Pilzen. Oh, wie nett. Voll cool. So, dafür kommst du jetzt auch wieder zurück. Ach, jetzt sammelt er die ein. Dafür kommst du jetzt auch zurück in dein Loch, nämlich. Und nicht in den Abgrund. So. Cool. So viele Bohnen, die wir sonst verpasst hätten. Das hat sie uns nicht erzählt, dass Gnome dabei durchaus behilflich sein können. Die ist risky. So. So, jetzt wissen wir, dass wir da nicht runterspringen sollten. Schlechte Idee. Ich möchte nur noch mal einen Blick werfen. Ich meine, das sieht doch eigentlich ganz eindeutig aus, als könnte man da unten laufen, oder nicht? Ich meine, klar, man sieht eigentlich, dass da nichts ist. Aber wer sagt mir denn, dass da nicht noch eine Wand ist oder so? Oh, das ist schnell. Okay. Okay, warten wir noch einen Moment. Sicher ist sicher. So. Okay. Oh, da kann man runterfallen. Nur mal gucken. Was das hier ist? Ach, gar nichts, okay. Ach so, ach, da war das Seil gespannt. Ach Gott. So, lass uns trotzdem mal da runterfallen. Weil ich glaube, da ist ein Frosch. Oh Gott, ich dachte gerade schon. Wenn ich jetzt wieder hätte von vorne anfangen müssen. Einfach nein. Oh, ein Buch zum Speichern. Cool. Mit dem Finger kannst du auch noch andere Dinge zerschneiden, Harry. Oh. Versuch es mal bei diesem Spinnennetz. Jetzt können wir auch durch diese Spinnennetze. Das ist natürlich sehr cool. So, los geht die wilde Fahrt. Ach so. Spinnen. Ich sehe Spinnen. Ich habe das Gefühl, in diese Richtung geht es eindeutig weiter. Oh, geschafft. Okay, was ist das? Wo? Hier? Ich hasse das, wenn man das nicht sieht, wo diese Wände da denn funktionieren.
Ach so. Da oben, glaube ich, oder? Brauchen wir das? Passiert was? Ja, natürlich passiert was, wenn wir das machen. Aber ich meine, kommen wir denn trotzdem noch überall hin? Oh Gott. Okay. Okay, das war's ja eigentlich auch schon, ne?